Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag und ich nehme euch heute wieder mit durch meinen Alltag. Ich freue mich eigentlich, denn ich habe richtig Bock dazu. Und wenn ihr auch dazu Lust habt, dann freue ich mich, wenn ihr dran bleibt und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr sehen könnt, ich bin gerade noch am Arbeiten, aber ich wollte euch jetzt noch mal meine neue Seite hier zeigen. Viele haben mir den Tipp gegeben zu diesem wunderschönen Sideboard, dass ich dort Milchglas oder Milchfolie kleben soll. Das finde ich auch mega. Die Idee, nur ich kenne mich, ja, dann wird es nicht schön und wackelig und dann sieht es doof aus. Deswegen muss ich mal gucken, was ich mache, denn, also dieser Korb, der steht jetzt gerade nur provisorisch da drin. Ich finde halt diese Körbe mit dieser Optik her wirklich ganz schön und die Böden sind relativ tief. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes finde, was mir gefällt. Das ist alles nur provisorisch, das bleibt natürlich so nicht. Ich möchte das natürlich alles clean und schlicht haben. Aber eine Idee hattet ihr, die gefällt mir bombastisch gut, nämlich, dass der Drucker dahin kommt. Perfekt, denn ich scanne damit nicht, sondern ich drucke damit nur. Ich muss nur gucken, wie ich das mit dem Stromkabel mache, meine Lieben. Denn da hinten ist alles zu. Da muss ich dann mal Dennis fragen. Ansonsten ist ein bisschen Haushalt, der hier ansteht. Und ich habe ja diese Blume von meiner Freundin Lucy bekommen. Lucy, danke dafür nochmal. Guck mal, wie schön die aufgeht. Und die riecht so, so gut. Richtig schön hier direkt auf der Fensterbank, gefällt mir gut. Ja, noch so ein bisschen Haushalt, der ansteht. Und ich habe jetzt gerade auch überlegt, ich sollte mal wieder ein Update über meine Zähne drehen, denn mein Postfach explodiert bei Instagram. Das mache ich jetzt erstmal und zeige euch das dann die Tage, denn ich kriege ganz viele Nachrichten, wie schön meine Zähne geworden sind. Und ja, ich finde es auch. Ich habe gerade übrigens die Schiene drin, also sprechen ist gar kein Problem und ach, ich bin einfach so glücklich. Aber schaut da gerne bei Instagram vorbei, da gebe ich euch auf jeden Fall ein Update. Und ja, ansonsten meine Wimpern sind auch, ich benutze jetzt 3 Tage dieses Wimpernserum. Guckt euch das mal an. 3 Tage. Heftig. Also geil. Und zwar bekomme ich täglich, wirklich täglich, mehrmals die Frage, wollt ihr ein zweites Kind? Und, oder beziehungsweise wann kommt das Geschwisterchen? Ist auch oft so, wo ich mir denke, oh, da könnte ich jetzt so ausholen. Also vorab erstmal, ich weiß, dass die Frage überhaupt nicht böse gemeint ist, von niemandem. Und auch niemand hat irgendeine böse Absicht, wenn er diese Frage stellt. Auch ich habe sie mit Sicherheit schon in meinem Leben oft irgendwelchen Personen gestellt. Das tue ich aber nicht mehr. Und auch kinderlosen Paaren stelle ich diese Frage nicht mehr. Warum? Man weiß nie, welchen Hintergrund es hat, dass das Paar kein zweites Kind, drittes, viertes oder überhaupt ein Kind hat. Jetzt stellt euch mal vor, das Paar versucht seit Jahren Kinder zu kriegen und es funktioniert einfach nicht. Und es wird ständig mit dieser Frage konfrontiert. Und das wurde mir erst bewusst, seitdem ich selber Mama bin. Und ich habe ganz viele Nachrichten dazu auf Instagram bekommen, dass das bei euch allen der Fall ist und dass ihr es versucht und immer wieder diese Frage zu hören euch richtig verletzt. Und das kann ich voll und ganz verstehen. Deswegen so als kleiner Tipp für euch, vielleicht vorher einfach mal überlegen, was man mit dieser Frage bewirken könnte. Bei uns ist es so, also Dennis und ich, wir haben lange überlegt, beziehungsweise ich habe eigentlich jeden Tag diese Konfrontation, diese Überlegung, diese Gedanken in meinem Kopf, weil ich jeden Tag damit konfrontiert werde und irgendwann fühlt man sich verpflichtet, ja, aber ich muss doch jetzt ein zweites Kind kriegen. Das ist doch normal, jeder erwartet das doch. Warum erwartet jeder, wenn man ein Kind hat, dass ein zweites und drittes kommt? So habe ich das Gefühl. Und das Gefühl, das habe ich auch so geschrieben bei Instagram, bestätigt mich, weil ganz, ganz viele mir geschrieben haben, dass es denen genauso geht. Ja, und ich habe mich letztens mit Dennis dann wirklich final mal unterhalten und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir erstmal kein zweites Kind wollen. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr es mir eine Last genommen hat, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Das heißt, es war nur die richtige Entscheidung. Ich war nie so, dass ich gesagt habe, oh jetzt, also ich habe immer an die harten Zeiten gedacht, dass man viel Schreierei hat am Anfang, die Bauchschmerzen, das Stillen an sich, dass man ständig
gebraucht wird. Das sind alles Sachen, die sind wunderschön natürlich, aber sie sind auch unglaublich anstrengend, ja. Das darf man auch so sagen. Und wenn ich die ganze Zeit daran denke, dann bin ich einfach noch nicht bereit dafür. Wisst ihr, wie ich meine? Und auch Dennis ist damit völlig im Reinen und hat gesagt, er möchte auch gerne noch ein paar Sachen jetzt erleben mit Feline. Feline bekommt jetzt ein tolles Alter, finde ich, wo man viel machen kann. Und ich meine, ich bin jetzt gerade erst mal 30 geworden. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nie wieder. Aber jetzt erstmal kein Geschwisterchen für Feline. Und damit geht es uns super gut. Wir fühlen uns super gut. Und damit hoffe ich, dass ich diese Frage jetzt erstmal klären kann. Trotzdem eine Bitte an euch, vielleicht einfach dieses Fragen auch an andere einfach zu unterlassen, weil das kann sehr schmerzlich werden. Bei mir war es jetzt natürlich nicht so der Fall, aber bei ganz, ganz vielen anderen, und das sehe ich an euren Nachrichten. Und wir werden unser Leben jetzt erstmal so leben. Ich freue mich da riesig drauf. Also wie gesagt, das ist irgendwie eine Last, die abfällt, die indirekt aufgebaut wird, weil man so oft gefragt wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich denke auch 10, 15 Jahre weiter. Jedes Kind kostet einem auch sehr viel Geld. Ich möchte Feline was bieten können. Ich möchte, wenn Feline studiert, ich möchte sie finanziell immer unterstützen können, wenn ich weiß, sie braucht das. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich 3 oder 4 Kinder habe, dann wird mir schon anders in der heutigen Zeit. Und ja, so denke ich einfach. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal eure Gedanken dazu schreibt, denn ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein sehr sensibles Thema, definitiv. Und ja, also ich habe immer gesagt, wir werden ja Hunde hier haben in dem Haus. Dennis ist mit sehr großen Hunden groß geworden. Ich liebe große Hunde. Und Feline hat so langsam das Alter, wo man darüber nachdenken kann. Und ich habe immer gesagt, Hund und Baby auf gar keinen Fall zusammen. Denn ich weiß, was auch so eine Verantwortung für einen Hund hat und ein Kind sowieso. Und das wäre mir einfach eine Nummer zu groß. Ja, und deswegen werden wir jetzt überlegen, dass wir vielleicht in den Sommer rein nochmal nach einem Hund schauen. Und ich bin sehr gespannt, wie, wo, was. Das muss sehr gut überlegt sein. Man muss sich im Klaren sein, dass man nicht mal eben schnell in den Urlaub, übers Wochenende und so weiter weg kann. Das muss alles geplant werden. Die Sonne rastet geradeaus, entschuldigt. Und so ein Hund oder generell ein Tier kann auch sehr hohe Kosten verursachen. Und da sind wir uns natürlich im Reinen mit. Und ich möchte mein Tier nicht nach 3 Wochen wieder abgeben. Und ja, das ist erstmal so die Planung, die wir jetzt haben. Und ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen Infos geben konnte und dass ihr so ein bisschen vielleicht anders denkt jetzt, weil ich habe es, wie gesagt, auch früher gemacht. Ich war da nicht anders. Aber jetzt sieht man das Ganze doch ein bisschen anders. Ich packe gerade die HelloFresh-Box aus und ich merke wieder, wie dankbar ich über dieses Konzept bin, Leute. Endlich wieder Mahlzeiten, die ich nicht planen muss, die ich einfach nur kochen muss. Was habe ich mal ausgesucht? Gebratene Hähnchenbrust mit Kartoffeln und Spinat. Chili-Nudeln mit Rinderhack und Heusin. Ich glaube, das habe ich richtig ausgesprochen. Saftiges Schweinefilet mit Senfbröseln. Thailändisches Koko-Limetten-Curry, da bin ich sehr drauf gespannt, denn ich mag thailändisches Essen sehr, sehr gerne. Und Rinderhüftsteak mit Champignons-Senfsoßen-Süßkartoffeln. Das hatte ich schon mal, das war sehr lecker. Die meisten kennen wahrscheinlich das Konzept, ihr könnt euch eure Boxen selber zusammenstellen. Ihr könnt entscheiden, für wie viel Personen die Box sein soll. Ob sie vegetarische Rezepte beinhalten soll, ob ihr sie mit dem Thermomix kochen wollt oder ohne. Ihr könnt den Lieferzeitpunkt bestimmen. Das heißt, ihr habt immer auf jeden Fall eine frische Garantie, Leute. Ne? Die Sachen werden frisch geliefert mit Kühlpads. Die haben eine ununterbrochene Kühlkette. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und ich werde jetzt schon, weil die Zeit es super gut zulässt, schon vorkochen für heute Abend. Denn dann habe ich einfach Zeit mit Feline die ganze Zeit so im Spielzimmer oder wo auch immer und den Nachmittag zu verbringen und das Essen ist schon fertig. Denn man kann das meiste Essen super gut vorkochen. Ja, ich
würde sagen, ich koche das Ganze mal. Ihr habt einen tollen Rabattcode auch. Der geht bis 31. März. Und zwar könnt ihr 40 Euro auf die Boxen sparen bei HelloFresh. Ich habe für meine Österreicher einen Code und für Deutschland einen Code. Und da gebt ihr meinen einfach an und könnt, wie gesagt, 40 Euro sparen. Finde ich phänomenal und großartig. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Ihr kriegt sie bis nach Hause geliefert und habt alles zu Hause. Ich zeige euch jetzt gerade mal, welches Rezept ich koche und wie das dann aussieht. Ich werde heute das gebratene Hähnchenbrustfilet machen mit Kartoffeln und Spinat. Und da habt ihr hier unten immer die Farbe und sucht euch einfach die beiden Tüten raus. Hier ist meistens Gewürze und Obst, Gemüse drin. Und hier könnt ihr mal sehen, wie frisch das Ganze hier ankommt. Ihr habt hier die Kühlakkus. Die sind hart. Es ist alles noch super kalt, super frisch. Natürlich räume ich es wirklich direkt immer im Kühlschrank. Alles hinstellen und schon kann es losgehen. Hier hinten super einfach in ganz wenigen Schritten erklärt. Somit dürft ihr keine Probleme haben, die Sachen zuzubereiten. Und es macht wirklich mega Spaß. Ich habe mir jetzt hier alles hingelegt und jetzt geht's los. Das Ganze ist jetzt fertig. Jetzt kommt nur noch der Spinat rein und am Ende, wenn wir essen, mache ich quasi den Hartkäse drauf. Und dann werde ich das Ganze mit den Pinienkernen noch oben schmücken. Ich liebe Pinienkerne. Die habe ich in der Pfanne vorhin angeröstet, habt ihr ja gesehen. Und das war jetzt keine Viertelstunde, ne? Also ich liebe es. Heute Abend, wenn ich mit Feline essen werde, berichte ich euch natürlich, wie es geschmeckt hat. Ich gehe aber davon aus, sehr gut, denn es riecht fantastisch. Und denkt dann, unten in die Infobox schauen. Dort könnt ihr richtig viel sparen, wenn ihr euch die Box bestellt. Eine große, große Empfehlung. Zeit, Geldersparnis und ihr habt immer leckere und frische Zutaten und Gerichte zu Hause. Ich habe jetzt schnell Felines Spielzimmer ein bisschen aufgeräumt, wenigstens etwas. Danach haben mich auch ganz viele gefragt, ich habe es bei Instagram schon gezeigt, das Regal gibt es aktuell bei Lidl und es ist ein absoluter Traum, ich liebe es. Ja, einfach so ein bisschen was geschaffen, es ist einfach so schön mit Feline hier zu spielen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gestern waren wir, glaube ich, fast eine Stunde hier drin, aber es muss einigermaßen aufgeräumt sein. Also es wirkt jetzt in der Kamera nicht so aufgeräumt, finde ich. Aber es ist genug Platz, um zu spielen. Und dann geht sie auch wirklich gerne mit mir hier rein. Und dann verbringen wir bei so einem blöden Wetter wie jetzt, wo es regnet, einfach den Nachmittag hier. Wir haben gestern auch den Basketballkorb, der steht sonst auch in dem Spielzimmer, haben wir gestern in den Flur gestellt. Weil gestern, als Dennis kam, haben die beiden hier so süß gespielt und diesen Ball hier reingeworfen und da sieht man einfach mal, wie schnell Feline wächst, denn jetzt kann sie den Ball einfach oben reinwerfen und das macht ihr so Spaß. Ich schreibe mir gerade noch schnell einen Einkaufszettel, ich brauche frisches Brot, Sonnenblumenöl und Feuchttücher, da werde ich, bevor ich Feline gleich abhole, einfach mal schnell in den Laden hüpfen und jetzt werde ich aber erstmal 5 Minuten nutzen und eure Kommentare unter meinem neuen Video beantworten. Meine Lieben, ich bin wieder zu Hause mit dem kleinen Terrorzwerg. Trotzphase, hallo. Ich war noch schnell im Action und ein bisschen was einkaufen. Da sind ein paar gute Sachen bei rumgekommen. Wenn Philipp mich lässt, dann zeige ich die euch, bevor ich die einpacke. Einmal schnell den Mini-Einkauf, den ich gemacht habe. Ich habe Dennis wieder Cranberry-Saft mitgebracht. Ist aber schick gemacht. Sie hat ihre Decke über ihren Schuh gehangen. Der liebt Cranberry-Saft und der ist wirklich sehr, sehr lecker. Dann habe ich für Philipp mal so einen Traubensaft mitgenommen. Sie trinkt ja eigentlich nur Wasser. Ein paar Clementinen, dann wollte ich die hier mal ausprobieren. Die haben so lecker. Die sahen so lecker aus zum Kaffee. Feuchttücher, davon habe ich aber 2 Packungen, glaube ich, gekauft. Einmal frisches Brot. Die habe ich sofort für Dennis mitgenommen mit Karamell. Und die hier für Feline, mal so eine kleine Alternative. Dann brauchte ich Sonnenblumenöl. Da habe ich jetzt mal das mitgenommen, weil das das Einzige war, was sie noch hatten. Und wie ihr schon gesehen habt, glaube ich,
ganz viele Bananen. Wir machen weiter mit Action. Ich sehe gerade, mein Deo hat sich dazwischen geschlichen. Ich habe total gerne anstatt Sprühdeo auch mal einen Deo-Roller und darf es mit am besten, finde ich. Dann sind es zwei kleine Körbe geworden für meine Vitrine. Mal gucken, wie das, ob das gleich gut aussieht. Das teste ich mal. Die haben so ein schönes Muster. Und so zwei Lederdinger hier, die sind von der Größe her auch ganz gut. Ja, Leute, dann habe ich mir eine Pfanne geholt. Das ist wohl ein mega Insider-Tipp. Die ist riesig, ne? Guckt mal, meine Hand. Die hat einen Durchmesser von 32 cm, ist auch für Induktion geeignet. Wir haben ja Induktion. Denn ich sage euch ganz ehrlich, meine schweineteure WMF-Pfanne ist so schlecht. Mir brennt alles dort an, egal ob mit oder ohne Fett. Nur Butter ist die einzige Option, dass mir meine Spiegeleier nicht anbrennen. Jedes Fleisch, also selbst meine Schwester ist immer schockiert, wie schlecht die ist. Mama, eine Ente! Zeig mal deine Ente. Feline darf gerade ein paar Kekse essen und hier ist, das ist, ja, oder eine Eule oder ein Pinguin, wer weiß. Bitte schön, lass dir schmecken. Da darf sie gerade ein paar von naschen. Auf jeden Fall sagte die Kassiererin, die soll der Hammer sein. Und Leute, haltet euch fest, die kostet 9,99 €. Also ich bin gespannt. Dann habe ich Platzsets gekauft. Ich bin da ja eigentlich nicht so der Fan von, aber ich habe die gesehen. Ich sage es euch ganz ehrlich und habe mir gedacht, für den Tisch hier, dieses Rosa, das sieht so schön aus. Ich glaube, das kommt gar nicht so rüber, wie die Farbe wirklich ist. Doch jetzt. Das werde ich gleich mal schön auslegen und mal gucken. Das gefällt mir dann, glaube ich, ganz gut, weil so ist der Tisch so nackig, ne? Dann habe ich Pinsel mitgenommen. Zwei von diesen Kisten durften auch wieder mit. Philee macht gerade ihren Mixer im Hintergrund an. Denn ich muss wieder Kleidung aussortieren und die ist einfach, das sind die besten Kisten dafür. Sonst, Philee, machst du das gerade mal aus, bitte? Danke. Philee, mach mal bitte aus. Mama spricht. Super, danke. Moment bitte. Eigentlich nehme ich immer eine Nummer größer, aber die hatten sie jetzt aktuell nicht. So, das muss ich ein bisschen vor ihr verstecken. Das sind die besten Acrylfarben, die ich jemals hatte. Und jetzt habe ich mal dieses Riesending für 3,50 Euro oder so gekauft. Da ist auch so eine kleine Palette bei. Damit malt sie super gerne, Leute. Das ist eine super Beschäftigungsmöglichkeit. Und dafür habe ich halt einfach wieder so normale Pinsel geholt. Nichts Außergewöhnliches. Ich sehe gerade, ich habe noch Äpfel mitgenommen im Supermarkt. Das ist ja der Hammer, ne? Habt ihr da mal dran gerochen? Alter Schwede, alter Schwede. Wenn ihr im Action seid, riecht da mal dran. Oder wo es den auch gibt. Richtig lecker. So ein Allzweckreiniger. Ja, hier hatte ich noch ein Brötchen für Philee. Das wollte sie nicht. Okay, das ist auch noch von meinem Einkauf. Habe ich mir so Hähnchensalami-Sticks mitgenommen. Ein Hase. Ein Hase, zeig mal. Oh, ein Hase. Toll. Okay, eine super Beschäftigung, dieses Ding. Ja, dann habe ich gedacht, Linda, es wird mal... Oh, sorry, Leute, für dieses Chaotische. Aber so ist das mit Kind, ne? Dann habe ich gedacht, Linda, es wird mal wirklich Zeit für neue Messbecher. Deine sind schon so Asbach-uralt. Und hier für 1 Euro irgendwas habe ich mir mal so wieder die drei Standardgrößen mitgenommen. Dann oben fürs Büro oder wenn man mal unterwegs ist und irgendwelche Unterlagen mitnehmen muss, einfach so verschiedene Mappen zum Transportieren. Haben wir nämlich nicht gehabt. Und das letzte sind diese zwei wunderschönen, ja, Bast-Bambuskörbe. Innen sind die weiß, ganz schlicht. Das sind zwei verschiedene Größen. Und die habe ich auch fürs Sideboard geholt. Also, wie süß kann ein Mensch sein? Oh nein, Mama, ein Pingu. Ein Pingu. Ja. Ihr geht's gut, seht ihr das? Erstmal schön in den Karton gesetzt mit ihrer Decke und jetzt ist der Kekse. Also meine Lieben, so sieht das Sideboard jetzt aus. Das gefällt mir ganz gut. Es ist natürlich noch zu durcheinander für mich. Aber die zum Beispiel gefallen mir gerade richtig gut. Die weiß ich jetzt schon, die lasse ich nicht so. Da ist jetzt meine aktuelle Schminke drin, die muss ich noch ändern. Der kommt auch noch weg. Aber so an sich, es wird langsam. Es wird. Ich trinke gerade meinen Kaffee und Philee ist heute irgendwie nicht so gut drauf. Ich schiebe es alles immer auf die Trotzphase und es ist eine Phase und es geht alles vorbei. Auf jeden Fall habe ich die Tischsets jetzt auf dem Tisch liegen und es sieht so schön aus. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so einfangen kann, aber es gefällt mir richtig, richtig gut. Schaut mal, ich meine, der Tisch sieht jetzt relativ leer aus. Hier sind die Kekse, die ich gerade esse, die sind mega lecker. Hier mein Kaffee, auf jeden Fall.
sieht das wirklich richtig, richtig schön aus. So sieht übrigens das Essen fertig aus. Noch mit dem Hartkäse drüber und dem Pinienkern. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Das Essen war der Hammer. Es war richtig, richtig gut. Diese Kombi mit diesem Pinienkern und den Tomaten und dieser selbstgemachten Soße, richtig zu empfehlen. Richtig, richtig lecker. Wir haben es jetzt gleich kurz nach 6. Feline hat auch schon gegessen und richtig gut gegessen. Also alles, was so mit Kartoffeln und Soße zu tun hat, isst sie eigentlich relativ gerne. Und ja, dann würde ich mich jetzt aus dem Vlog verabschieden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Das Licht ist doof. Und ja, ich hoffe sehr, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Ich freue mich auf euer Feedback. Passt auf euch auf, denn wir tun es auch. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.